Oben ist noch einer. Oh. Alter, da oben war einer gewesen. So, Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Oh, das ist schon ein bisschen dunkler hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es da ein Auf- und Untergang ist. Und hier eingehender Anruf von Simon. Na gut, dann gehen wir einfach mal ran hier. Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Alright, fam. So, Franklin hat einen Kontakt bei S. Okay, dann gehen wir einfach mal auf die Karte und machen das über das Navi. Der Simon erinnert mich ein bisschen an, wie er quatscht und so weiter, an den Chef von Nikos Bruder, den man der dann irgendwann gekillt hat, glaube ich. Also von der Art und Weise, wobei er ein bisschen netter drauf ist. Aber sieht halt ein bisschen so aus auf jeden Fall. So, Karte, wir müssen hier hin. So, dann hoffe ich mal, dass es irgendwie hinhaut jetzt hier mit dem GPS. So, ein Auto brauchen wir noch. Ein Auto brauchen wir noch. Laufen will ich jetzt nicht. Ich glaube aber, unser Auto ist gar nicht so schlecht. Ich nehme das jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, war das unser Auto hier gewesen? Ne, das ist ein anderes. Ne, das ist das. Okay, dann nehmen wir das hier, weil das war gar nicht so schlecht gewesen. Wenn ich dann irgendwann ein besseres sehe, dann nehmen wir das dann natürlich. Aber das wird wahrscheinlich wie in den Vorgängern sein, dass auch gerade am Anfang ist es immer ein bisschen schwieriger, ein gutes Auto zu finden. Desto weiter man kommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch mal ein cooles Auto vorbeifährt. Zumindest war das ja früher immer so gewesen dann. So, gucken wir mal. Ist ja auch wieder nicht weit, 500 Meter. Da sind wir auch schnell wieder da. Währenddessen genieße ich hier noch ein bisschen Los Santos, während die Sonne untergeht. Ja, das wird jetzt hier am Abend sein. Viele machen sich jetzt gerade bereit zum Feiern. Ich denke, dass man hier ziemlich geil feiern gehen kann. Und ich denke, dass wir hier auch bestimmt mal feiern gehen werden, worauf ich mich auch freue. Also wie auf alle anderen Aktivitäten, die man machen kann. Letztendlich kann man ja irgendwie alles hier machen in dem Spiel. Zumindest, wenn man den Versprechungen glauben darf. So, da sind wir auch schon. Muss man irgendwie mal gucken, wie wir hier reinkommen. Probieren wir es mal über diesen Weg hier. Ah, hier geht's lang. Alles klar, sehr gut. Können wir hier reinfahren? Okay, reinfahren geht nicht, da ist automatisch jetzt ausgestiegen. Ja gut, dann laufen wir jetzt hier einfach mal rein und sagen unseren Simon mal Hallo. Mal sehen, was er zu sagen hat und was er von uns will hier. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow... Together! I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga! Hello, Lamar! What's up, homie? What's up, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us... What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you and come on. Boah, von dem muss man erst mal eine Kerze anzünden. Mitleid. Soll ich mal nicht so anstellen? Meinetwegen kann er den Preis gerne haben. Magellan now. And you still rolling with that old raggedy ass hair? That country bumpkin shit is enough to get us shot right there. I never took you to be old hairstylist type bitch, but now it's all starting to make sense. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos dude with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, all right? Nigga, I don't give a shit.
It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shooter motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. That Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. So, ich werde es übrigens jetzt immer so machen, falls ich dann doch mal ein bisschen schneller am Ziel da sein sollte, dann werden ja immer die Dialoge beendet. Also ich glaube zwar nicht, dass ich das irgendwann mal schaffe, so wie ich fahre, wobei jetzt ging es ja gerade, aber ich werde dann immer ein bisschen hier warten, bis die Dialoge ausgelaufen sind, damit wir wirklich alles hören, was die zu erzählen haben, weil ich das immer ziemlich interessant und cool finde und ich denke mal, ihr sicher auch. Und werde dann immer erst reinfahren, das nur so nebenbei. So gut, dann gucken wir mal, was der Esteban und das Motorrad wiederbekommen oder ob er uns mal die Kohle dafür geben will, das wäre natürlich ganz nett von ihm. The bike should be in one of the lockups down here. Ich glaube aber irgendwie nicht dran. Should be is the story of your life, asshole. So, Folge Lammer. Drücke X, um zu klettern. Watch me, fool. Yeah. Hey! Think this crazy motherfucker wants something. Was ist denn los? Er scheint auch schon ein, zwei Pisswasser getrunken zu haben, der Gute. Away from me! We're for Zappo agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Naja. Shit, man. Play it cool. Aber irgendwie ist das schon ein bisschen wie Ruhe vor dem Sturm oder so gerade. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Naja, schauen wir einfach mal. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady-ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. It's in one of these lockups. Durchsuche die Garagen. Okay. Nur drei Stück an der Zahl. Schauen wir mal. Vielleicht hier. Nein. Vielleicht Tor Nummer 2. Ja, das ist Kombinatorik, mein Freund. Oh, ein Sofa. Ja, ein Sofa, das wird ein Simon wahrscheinlich nicht reichen. Dann gucken wir mal in Tor Nummer 3. Guck mal, hier sind Security-Kameras. Da sind wir hier. Guck mal nach hinten. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. Oh, we saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Fucking die. Come on down, everybody. Come on down. Hey, nigga, I would have just got my ass beat over a fucking gunfight. So, hier wird das hier abzusehen. Drücke LB, das Waffenrad aufzurufen. Okay, cool. Und so können wir dann immer dann aussuchen, was wir da nehmen wollen und so weiter. Momentan haben wir halt nur die Faust. Okay, die müssen wir auch wieder wegballern. Und wir haben auch schon den ersten Schuss abbekommen. Oh, jetzt habe ich hier einen scheiß Fleck auf meinem schönen weißen Pullover. Ein glatter Durchschuss, aber scheint ihn nicht weiter zu stören. Ja gut, alles klar. So weiter geht's hier. Sollte vielleicht mal ein bisschen Deckung machen hier. So. Ja, hier fühle ich mich doch ganz wohl dann. These marks don't even know what we're here for. You just blast their people. That might be why they're irritated. Oben ist noch einer. Oh. Alter, da oben war einer gewesen. Das habe ich eigentlich gar nicht vorgehabt, aber gut. Kann ich mit leben. Hier oben ist noch einer. Alter. Okay, ich muss mal Deckung suchen hier. Deckung. Wow, Achtung! Bam! Richtig nice! Cool! Yeah, barely, homie.
Shit, we gotta get the fuck away from this shit. Man, we only came here for a bite. Wir liegen da bestimmt noch ein paar rum, oder? Wegen hier Zeug aufsammeln und so. Na ja, gut, egal, gehen wir erstmal weiter. Sobald deine Gesundheit unter 50% fällt, erholt sie sich langsam wieder auf 50%, wenn du eine Weile keinen Schaden abbekommst, alles klar. Muss ich eh nochmal dann gucken und das mal durchschauen mit diesen links unten, mit den ganzen Balken und so weiter. Das sind jetzt 4 Stück an der Zahl. Ja, links das Grüne wird das Leben sein. Das Gelbe und Blaue muss ich mal schauen, was das dann ist. Wir haben noch mitbekommen mit der Zeit dann. So, gut, wir müssen jetzt, glaube ich, den Typen irgendwie noch verfolgen, oder? Let's get him, homie. I wanna get paid. Ja, schon ganz schön weit weg, weil ich jetzt das umgenährt hab. So, Gas geben mal hier. Was war das jetzt gewesen? Ah, Spezialfähigkeiten Ausdauer, okay. Ja, nee, klar, das ist jetzt die Charakterauswahl gewesen. Da stand gerade irgendwas anderes da. Was ist denn jetzt los? Mission fehlgeschlagen. Oh, ich hab zu sehr okay. Der Moderator ist entkommen. Ich habe mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen, ja, dann machen wir es nochmal schnell. Mal sehen, wie das und wie oft das jetzt noch passiert. Also ich sollte dann gut, wenn jemand flüchtet oder so, sollte ich vielleicht nicht erst gucken, ob da irgendwo noch Muni ist oder aufs Klo gehen wollen oder so. Aber gut, wir starten hier, das ist angenehm. So schnell rüber hier. So, und jetzt schnappen wir uns den Typen. Das geht ja gar nicht, ich kann sich dann einfach Motorrad holen und dann nicht bezahlen dafür. So, ab geht's jetzt hier. You was there too? Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. So, hier nach rechts. This punk get away, we going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Don't play the blame game, just get on this shit. Am liebsten hätte ich ja das Auto wieder, was wir zum Simon gebracht haben. Das war mit Abstand schneller und schöner zu fahren. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you riding, stupid. Ja, das Auto ist nämlich nicht so schnell. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, wir sind schon hier rangekommen, Da vorne ist er, Get that bike back. Ah, den gib mir jetzt, Na ja, komm. That's the bike we came for. So. Oh shit, he's there. Sorry about that. Dog, we gotta lay low. Get the bike and meet me at the car wash. Yeah, Motorrad fahren. Da freue ich mich ja richtig drauf. Das kann eigentlich nur schief gehen. Gucken wir mal. So, begib dich zur Autowaschanlage. Okay. Na gut, dann fahren wir erstmal hier auf die Straße, dann rechts, dann wieder rechts. Dein Fahrenwert verbessert sich durch erreichender Höchstgeschwindigkeit. Fast Zusammenstöße, Wheelies-Sprünge und Landungen auf allen 4 Rädern. Okay, also es gibt dann auch so eine Art Skill beim Fahren. Das habe ich auch vorhin im Ladebildschirm gelesen. Es gibt auch einen Skill für Fallschirmsprünge und so weiter. Was ich auch gelesen habe, das müssen wir mal ausprobieren, wenn ich beide Analogsticks drücke. Ah, okay. Da stand nämlich da, dass dann von Franklin die Autofahrfähigkeit verbessert wird. Und anscheinend ist das wie so bei Max Payne einfach so eine Zeitlupe. Das ist natürlich gut zu wissen. Und da wissen wir auch gleich, wofür links unten der rechte Balken ist. Der ist für die Spezialfertigkeiten. Guck mal, die ist leerer geworden. Alles klar, okay, das ist schon mal gut zu wissen. So gut, naja, da bringen wir das Motorrad jetzt erstmal ganz gechillt. Ohne jetzt hier dieses Slow-Mo-Zeug und so erstmal wieder in die Autowaschanlage war es gewesen, ne? Glaube ich, weiß es nicht. Was Autowaschanlage? Na, schauen wir mal, So, mittlerweile ist jetzt hier tiefste Nacht in Los Santos. Hinten auch schöner Vollmond, so, hier nach rechts. Aber so schnell ist das Bike jetzt nicht, also wird es auf jeden Fall schnellere Motorräder geben. Das sieht jetzt auch nicht so toll aus, die Maschine, muss ich ehrlich sagen. So gut, naja gut, 700 Meter nach. Das Bike von dem sah gerade schon cooler aus, das hätte ich lieber, um ehrlich zu sein. Oder das hier, die sind bestimmt schneller. Also ich weiß auch gerade hier, wie ist es nochmal, 7 Dogs, habe ich auch sehr gerne gespielt. Ist ja ähnlich zu GTA. Also man kann zumindest schon miteinander vergleichen und da hat mir das Motorradfahren immer am meisten Spaß gemacht. Bin ich natürlich auch am meisten auf die Fresse gefallen. Aber es war irgendwie stylischer, als mit dem Auto rumzukruisen. Muss mal gucken, vielleicht. Ich werde das wahrscheinlich dann noch ein bisschen an die Charaktere anpassen, wie ich mich da auch verhalte im Spiel, wie ich dann fahre oder was ich dann fahre und so weiter. Nicht wie ich fahre, weil ich fahre dann grundsätzlich anscheinend am Ende irgendwann immer scheiße, denke ich mal. So gut, dann bringen wir es mal rein hier. Und das war hier wahrscheinlich. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass.
We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Also der wird früher oder später große Probleme bekommen, der Typ. Speichern oder wie? Okay. Ja, okay. So, bestanden. Und ihr habt doch gerade gesehen, wir haben anscheinend schon 1,6% geschafft vom Spiel oder so. Abgeschlossen, Silber 63%. Neue Wege, Kopfschüsse 1 von 6. Okay, da hätte man mehr Kopfschüsse machen müssen. Ansonsten haben wir an sich alles. Ah, nee, wir haben auch kein Häkchen da drin. Nee, egal. Auf jeden Fall haben wir es irgendwie geschafft. So, du kannst überall in San Andreas Fremde und Freaks treffen. Du findest sie bei Fragezeichen. Okay, und da gibt es wahrscheinlich dann kleine Aufträge oder so. Ich weiß es nicht. Kommen wir die Leiter hoch? Thank you.